Hallo ihr Lieben, ich begrüße Sie von ganzem Herzen. Wir sind am Korridor der Finsternis angekommen. Eine schicksalhafte Zeit für jeden und auch global für den Planeten. Unabhängig davon, ob man dran glaubt oder nicht. Viele planetare Ereignisse werden damit getriggert und ein Upgrade bekommen. Wie man diese Zeit meistert, welche Entscheidungen trifft oder Ideen manifestiert, was man startet oder beendet, das wird sich am Ergebnissen in der kommenden Zeit zeigen. Die Auswirkungen präsentieren sich mindestens 6 Monate bis 18 Jahre lang. Was sind die Hauptthemen dieser Zeit? Und auch explizit die Themen für jedes Sternzeichen. Darüber erzähle ich in diesem Beitrag. Viele Informationen haben wir Ihnen schon in unserem Online-Treff gegeben, den Sie auf YouTube-Kanal Oranje-Zentrum finden können. Und nun zuerst zum Korridor der Finsternis. Warum Korridor? Weil es sich um 2 Finsternisse handelt, die nacheinander stattfinden. Sonne- und Mondfinsternis. Die Zeit dazwischen, die 2 Wochen, nennt man Korridor der Finsternis. Zu spüren ist diese Zeit mindestens 1 Woche vorher und 2 Wochen danach. Wie gesagt, die Ergebnisse unseren Handlungen können sich bis zu 18 Jahre lang melden. Die erste Finsternis findet am 25. Oktober dieses Jahres statt. Das ist eine partielle Sonnenfinsternis und Neumond im Sternzeichen Skorpion. Es schiebt sich der Mond zwischen Sonne und Erde und bedeckt die Erde teilweise. Das geschieht von ca. 11 bis 13 Uhr am 25. Oktober, mit dem Höhepunkt um 12.12 Uhr. Finsternis im Skorpion hat immer mit Transformation, mit den Prüfungen von unserem Leben und unseren Handlungen zu tun, auch mit Krisen. Die 2 Finsternisse geschehen auf der sogenannten Achse Skorpion-Stier. Damit werden die Sternzeichen Stier, Skorpion, Wassermann und Löwe am stärksten betroffen. Auch die Menschen, die in diesen Sternzeichen Aszendent oder Stellium haben. Im Finsternispunkt am 25. Oktober ist auch Venus beteiligt. Deswegen das Thema Beziehungen steht im Vordergrund. Beziehung zu sich selbst, zu eigenem Leben und die bedeutenden Beziehungen in dieser Zeit, die alle werden geprüft. Das Thema Gerechtigkeit ist auch getroffen. Wenn man gerecht die letzte Zeit gehandelt hat, bekommt man durch die Energie der Finsternis die Befreiung von belastenden Lebenssituationen und Umständen und von toxischen Beziehungen. Wenn jemand anders gelebt hat, kann diese Zeit die Minusergebnisse mit sich mitbringen. Eine Prüfung findet auf jeden Fall statt. Die Menschen, die gewissenhaft nach kosmischen Gesetzen gelebt haben, werden belohnt. Durch die Befreiung von belastenden Situationen, durch die neuen überraschenden Lösungsmöglichkeiten im Leben. Die anderen, die nicht gerecht und gewissenhaft gehandelt haben, werden andere Früchte tragen müssen und damit die Lehre bekommen, was auch der Evolution und der Entwicklung dient. Venus steht im Quadrat zu Pluto und bewirkt damit weitere Prüfungen und Transformationen bei jedem von uns. Nicht nur neue Beziehungen, auch neue Wertschätzungen, andere Verdienstmöglichkeiten und neue Anschaffungen. Etwas wird aus Ihrem Leben für immer gehen. Beendet sein. Etwas Neues wird sich melden.
was zu den weiteren Änderungen von eigener Persönlichkeit und Transformation führen wird. Saturn ist ab 23. Oktober direktläufig und wirkt damit karmisch auf das Schicksal von Menschen. Saturn verleiht uns Willensstärke und Erdung. Der weiße Mond Selene aus Zeichen Fische unterstützt die Menschen bei diesen Finsternissen, wirkt als Licht- und Schutzengel und belohnt alle, die liebevoll und herzlich sind. Die zweite Finsternis findet am 8. November statt. Eine totale Mondfinsternis und Vollmond im Stier. Der Höhepunkt um 12.02 Uhr. Damit ist das weitere Hauptthema dieser Zeit die Finanzen. Der Vollmond in Verbindung zu Uranus in Opposition zur Sonne bringt jeden Menschen zu einer wichtigen Wahl des Lebens, zur Entscheidung, was die Zukunft betreffen wird. Selbstverantwortung wird noch gefragt. Das Abgediente soll verabschiedet werden, damit etwas Neues einen Platz bekommen könnte. Neue Kontakte, neue Wertschätzungen und Prioritäten, neue Entwicklungs- und Verdienstmöglichkeiten. Der Wassermann-Zeitalter braucht reife Seelen, bewusste und verantwortliche Menschen, die fähig sind, selbstständig das eigene Leben zu meistern, im Einklang mit der Natur und anderen Seelen, schöpferisch, vertraulich und kooperativ zu allem. Lilith im Krebs ladet jeden ein, die brodelnden Emotionen zu kontrollieren. Wie man sagt, wie innen, so außen. Möchten wir ein friedliches Leben haben, sollen wir den Frieden und Harmonie zuerst in uns schaffen. Von unserer Spiritualität, Geistigkeit und Herzlichkeit hängt die Zukunft auf diesem Planeten ab. Pluto im Steinbock wird die Transformation von wichtigen Lebenszyklen beenden und neue kreative Wege für jeden beleuchten. Rückläufige Mars, rückläufig bis 30. Oktober, im Quadrat zu rückläufigen Neptun, kann viele Illusionen, Verratsenergien, Lügen, zu Verlust von Boden unter den Füßen und auch zur Aktivierung von viralen Erkrankungen mit sich bringen. Damit werden auch unsere spirituelle Reife, unsere Fähigkeit zu fühlen, sich selbst, eigene Intuition zu vertrauen, geprüft. Deswegen bleiben Sie wachsam und klar. Prüfen Sie alles und vertrauen Sie nur sich selbst. Und jetzt zu den Hauptthemen dieser schicksalhaften Zeit. Für jedes Sternzeichen. Widder, 8. und 2. Haus im Horoskop. Finanzielle Themen und Veränderungen in Ihrem Leben. Neue Ressourcen. Beziehung zu sich selbst und zu Ihren Wertschätzungen. Einige Prüfungen und Erfahrungen im Umgang mit dem Thema Geld und auch mit Mitmenschen. Seien Sie wachsam und vertrauen Sie Ihrer Intuition. Stier, das 7. und 1. Haus im Horoskop. Thema Beziehung an der 1. Stelle. Mit wem Sie leben, mit wem Sie arbeiten, wer ist Ihr wahrer Freund? Wer schätzt Sie wirklich? Sind das die, mit wem Sie leben?
Dieses Thema betrifft auch Ihre Klienten, Konkurrenten, Kollegen, Freunde. Klärung der Beziehung und neue Startpunkte im Leben. Sie werden sich ändern, wie innerlich, genauso äußerlich. Zwillinge, 6. und 12. Haus. Es geht um Ihre Gesundheit und um Ihre Arbeit, um Weglassen von schädlichen Gewohnheiten, vielleicht Jobwechsel, Kollektivwechsel, neue Mitarbeiter oder neue Arbeitskollegen, das Verabschieden von Lebensroutine, von dem, was belastet oder krank macht. Sie werden die neue Lösungen finden und etwas Neues starten. Die Ergebnisse werden sich später zeigen. Krebs, das 5. und das 11. Haus. Sie lieben zu Hause zu sitzen, wenig sich zu zeigen, aber das 5. Haus wird sie zwingen, auf die Bühne zu gehen und sich zu zeigen. Damit wird sich ihr Leben verändern. Es können sich neue Themen bei ihren Kindern, wenn sie haben, melden. Zeigen sie sich, dann bekommen sie Ergebnisse und etwas anderes in ihrem Leben. Löwe, das 4. und 10. Haus. Hier geht es um Ihre Wurzeln, Ihre Immobilien, Heimatthemen, Verwandtschaftsthemen. Es kann ein Umzug kommen oder Familiengründung oder eine Statusänderung, vielleicht neue Arbeitsstelle. Finden Sie für sich einen Platz, wo Sie sich sicher und wohl fühlen. Und das wird Ihnen die neuen Lebensänderungen mitbringen. Jungfrau, 3. und 9. Haus. Neue Horizonte im Leben. Neue Aus- oder Fortbildung. Reisen. Ein neuer Lebenssinn. Sie sind gewöhnt, die Kleinigkeiten zu sehen. Und jetzt werden andere Breiten nachgefragt. Es werden sich andere Schicksalsangebote melden. Öffnen Sie sich. Sehen Sie die neuen Richtungen. Und ziehen Sie in Ihr Leben das ein, was Sie noch nicht hatten. Waage, 2. und 8. Haus, Finanzachse, wie bei Wiedergeborenen. Neue Einstellung zum Geld und Finanzsystemen werden gefragt. Andere Einstellung zu sich selbst, eine neue Wertschätzung. Wenn Sie das machen, bekommen Sie neue Helfer in Ihrem Leben. Vielleicht finden Sie einen neuen Job und eine andere Arbeitsweise, was mit Geld bzw. mit Geldsteuerung etwas zu tun hat. Oder Sie werden selbstständig und kommen damit mit dem Geld in einen anderen Kontakt. Skorpion, 1. und 7. Haus. Das betrifft alle Lebensbereiche, beginnend von äußerem Erscheinen, Aussehen bis zur Statusänderung. Transformation pur, wie Phönix aus der Asche. Sie brauchen Kraft und Geduld, um zu verstehen, was genau
sollen sie in sich oder bei sich selbst und in ihren Beziehungen ändern, um zusammen mit dem Partner, mit der Partnerin auf eine neue Beziehungsebene kommen zu können. Laden Sie in Ihr Leben eine neue Art der Beziehung mit Menschen ein. Von Ihrer Wahl wird sich Ihr Leben dementsprechend verändern. Schütze, 12. und 6. Haus. Befreiung von etwas, was nicht mehr nützlich ist. Vielleicht auch ein Umzug, Arbeitsplatzwechsel oder Wunsch dazu. Sie entscheiden, anders zu leben. Mehr gesund, mehr frei. Gehen Sie raus aus Ihrer Box. Probieren Sie etwas Neues, was Sie noch nie gemacht haben. Finden Sie sich neu. Vielleicht neue Wissensgebiete, etwas Revolutionäres, Ungewöhnliches. Das, was für die anderen noch unbekannt ist. Steinbock, 11. und 5. Haus. Bei Ihnen ist Popularität angesagt. Gehen Sie auf die Menschen zu. Öffnen Sie sich. Zeigen Sie Ihre Emotionen, Ihre Gefühle, Ihre Fähigkeiten. Sie verfügen über viel Wissen und Erfahrung. Teilen Sie das mit anderen. Sie bekommen damit neue Beziehungen, neue Bekanntschaften, die Wertschätzung und Anerkennung von außen. Und dann werden Sie neue Qualität in den Beziehungen mit Menschen und Kindern bekommen, dank ihrer Offenheit und Präsenz. Wassermann, 10. und 4. Haus. Status und die familiären Wurzeln, Heimat, Grundwerte. Sie bekommen Lebensveränderungen durch Wachstum in ihrem Status. Vielleicht Heirat, vielleicht Umzug zu ihrem Partner oder Partnerin, Änderungen im Freundeskreis. Sie ändern das unwiderruflich. Und sie ernten jetzt die Ergebnisse von den letzten 9 oder sogar 18 Jahren. Schauen Sie genau, spüren Sie, wohin Ihr Schicksal und Ihr Leben Sie steuert. Nutzen Sie dazu die Botschaften und die Zeichen des Universums. Sie werden geführt. Fische, 9. und 3. Haus. Veränderungen der inneren Welt. Veränderungen in ihrer Weltanschauung. Sie spüren vieles ohne Wörter. Und sie verstehen im Voraus als die anderen Menschen. Das 9. Haus ermöglicht ihnen das noch tiefer, noch breiter und offener wahrzunehmen. Neues Wissen, Reisen, Fortbildungen, neue Veränderungen im Leben sind angesagt. Spüren Sie intuitiv, was Ihre wahre Richtung ist. Und gehen Sie, schlagen Sie diese Wege an, verändern Sie Ihr Leben. Spüren Sie diese Welt mit Ihrer Seele. Das können Sie besser als alle anderen. So, ich hoffe, dass diese Informationen für Sie nützlich und wertvoll waren. Und ich lade Sie von Herzen zu unseren Online-Treffs auf YouTube-Kanal ein.
zu Veranstaltungen und auf Telegram-Plattform. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne, licht- und kraftvolle Transformationszeit. Alles Liebe und bis bald. In Umarmung, Elena Martin und das Aranya-Zentrum-Team.